Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zurück zu Okami. Wir sammeln jetzt noch ein paar Monster für die Monsterliste, beziehungsweise wir besiegen sie. Und dann kriegen wir hoffentlich was Tolles geschenkt. Und da ist er auch schon. Wow, verdorbener Donner. Auf geht's. Diesmal ist nur er am Start. Das ist ganz nett. Piep, 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 piep. Erstmal anpinkeln. So, komm schon. Attacke. Yeah. Fantastisch. Alles klar. Den können wir jetzt auch ausstreichen. Der verdorbene Donner. Jetzt wird nur noch der launische Blitz. Habe ich euch gefüttert? Ja. Und da ist er auch schon. Der launische Blitz. Guten Tag. Und er ist wieder alleine. Das gefällt mir. Huh. Wo bin ich denn überhaupt da? Komm, anpinkeln! So, ein Strichlein hier. Pipi machen da. Oh, 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 oh. Nein, nein, das machst du nicht. Das machst du nicht. Bitteschön. Yeah! Wir haben alle Monster der Monsterliste gefangen. Nee, gefangen nicht. Besiegt haben wir sie. Wir haben sie besiegt. Yay. Tada. Nun, weißt du was? Du hast dich um alle Monster gekümmert, die in dem Monster-Manifest stehen. Ich wette, der betrunkene Samurai wird geschockt sein, wenn er das rausfindet. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben ihn um den Spaß betrogen. Eventuell. Also zurück in die Stadt. Und dann bin ich mal gespannt, was wir bekommen. So, von ihm haben wir das bekommen. Hey, aufwachen. Du bist ein Monster. Ein böses Monster. Ich werde dir zeigen. Wach auf. Wach auf. Nein, nicht wieder schlafen. Aufwachen. Er schläft. Okay, dann werden wir ihn tagsüber besuchen. Wo er dann hier irgendwo auf der Straße rumläuft. Das war nix. So. Das ist eine Sonne. Er war das, ne? Hallo. Du bist ein böser, diebischer Hund. Hier, die Liste. Na, sieh dir die Namen meiner Monster an. Sie sind alle ausgestrichen. Ich verstehe das einfach nicht. Aber es ist falsch von mir, nicht das Gute, das du getan hast, anzuerkennen. Ein wahrer Krieger würde das anerkennen. Das hier brauche ich nicht mehr. Du kannst es behalten. Ein... Oh, Goldstaub! Nett! Könnten wir für unsere nächste tolle Waffe einsetzen? Weil ich glaube, wir haben alles mit Goldstaub ausgestattet. Ja. Hier gab es doch noch ein Schwert zu kaufen, wenn ich mich nicht irre. Hallo. Ja, 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 ja. Hier. Siebenstreich. Schwert mit siebenzackiger Klinge verleiht die Tintenkugeln Kraft. Wir haben es ja, ne? Gut. Ansonsten ist hier nichts Besonderes. Einmal Goldstaub, bitte. Auf dieses Schwert. Alles klar. Das will ich auch mal anlegen. Erstmal als Hauptwaffe und
Die Kugeln als Nebenwaffe. Ui. Hübsch. Gut, wir gehen zur Grenze. Benutzen dort den Schlüssel. Und mal sehen, ob ich mit diesem Schwert ein bisschen besser umgehen kann als mit dem anderen. Wobei ich das fast nicht glaube. Na gut, wo war das denn mit der Grenze? Das war hier in der Ecke, ne? Genau. Hallo, Pferdis. Und euch kriege ich immer noch nicht kaputt. Ich habe einen Schlüssel. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Hm? Hey, das ist ein Grenzschlüssel. Eine Genehmigung von Königin Himiko zum Passieren des Kanmon-Tors. Woher um alles in der Welt hast du denn das? Regeln sind Regeln. Jeder, der das besitzt, darf passieren. Ich nehme mal an, du bist auf einer wichtigen Mission. Ich werde das Tor sofort öffnen. Ja, dann mach mal. Dankeschön. Jetzt bin ich gespannt, was sich hierhinter alles verbirgt. Die nördliche Ryoshima-Küste. Immerhin ist es hier nicht verflucht. Nun dann, wo ist dieses Gefilde der Drakonier? Hört sich nach etwas an, das sich unter Wasser befinden könnte. Aber ich würde lieber nicht nass werden wollen, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich vor dem Wasserdrachen Angst hätte oder sowas. Es ist nur, du schwimmst so langsam wie eine Schnecke. Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings, aber ich hoffe, das ändert sich auch bald. Huch! Oh, dieser Typ, ne? Hallo Amaterasu oder hello. Hast du dein kleines Abenteuer durch das Loch genossen? Die Stadtluft hat sich dank dir wirklich verbessert. Ignoriere ihn einfach. Vielleicht verschwindet er dann von alleine. Komm schon, Ami. Warum so mürrisch heute? Hast du nicht die Aussicht bemerkt? Das war einmal eine große, verfluchte Zone hier. Aber du hast wirklich eine große, göttliche Intervention vollbracht. Was? Ich wollte wirklich auf euch beide warten. Aber ich konnte es nicht riskieren, die See in so einen verfluchten Zustand zu lassen. Okay. Ah, die See vor der Ryoshima-Küste ist wieder so schön wie früher. Ist es das, was man als schöner als ein Bild bezeichnet, mein kleiner Freund? Was soll das denn bedeuten, Hübscher? Oh, nur eine Kleinigkeit, die ich irgendwo gehört hatte. Was ändert sich die Musik denn so? Also, mein kleiner springender Freund, du bist ein wandernder Künstler, nicht wahr? Ich möchte sehen, wie schön deine Malereien sind. Nur eins wäre schon in Ordnung. Bitte. Hä? Meine Kunst geht dich nichts an. Warum sollte ich es dir überhaupt zeigen? Du bist heute wirklich in schlechter Stimmung. Du bist doch nicht einer dieser Hochstapler, die behaupten, sie seien Künstler, aber noch nicht einmal ein Bild malen können. Wenn ihr Leben davon abhängen würde, oder? Was? Ach, nichts weiter. Es ist nur etwas, das so ein alter Mann mal erzählt hat. Sein Enkelsohn, der auch sein Lehrling war, rannte von zu Hause weg. Und er nahm ein Bild des alten Mannes von einem Waldgeist mit. Glaubst du, er würde behaupten, er hätte das Meisterstück gemalt? Ich meine, es gibt so viele skrupellose Leute da draußen. Manchmal ist es schwer, einen Hochstapler in der weiten Welt der Kunst zu erkennen. Aber du weißt doch bestimmt nichts darüber, oder? Ich weiß nicht, wovon du verdammt nochmal sprichst. Und jetzt mach es wieder Wind und verpfeif dich. Oder du kannst weiter hier bleiben und aufgeschlitzt werden. Excuse me, kein Grund, sich gleich so aufzuregen. Es scheint, als würde da ein getroffener Hund bellen. Nun, da ich diesmal keine Prophezeiung oder sowas für euch habe, schätze ich, werde ich euch nun verlassen. Goodbye, Baby. Ja, hau bloß ab. Isun, bist du ein Hochstapler? Bist du gar kein Künstler? Ich meine, Waka hat mit seinen Aussagen manchmal schon recht, aber auf sehr doofe Art und Weise. Was? Eine Nase! Guck mal, eine Nase!
So, du brauchst ein bisschen Feuerchen, glaube ich. Wow. Es verbraucht aber sehr viel immer. Feuer. Oh Gott, was mache ich denn? Weißt du was, wir machen ihn einfach erstmal langsam. Oh, ich kann mit dem Schwert nicht umgehen. Aber es zieht schon eine Menge ab, glaube ich. Das Feuermalen muss ich noch ein bisschen üben. So, und das war's dann hier auch schon. Was sagt die Karte? Einiges. Okay. Und Gegner und ein ultimativer Ursprungsspiegel ist auch sehr schön. Und das hier sieht nach Trümmern aus. Da hinten sehe ich auch was. Aber es ist nicht auf der Karte verzeichnet, glaube ich. Ah, Kiste, Kiste, Kiste. Da, 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 da. Eine verstreute Perle. Sehr schön. Wunder, wunderschön. Also ich möchte mich jetzt weniger mit den Gegnern hier... ja. Rumschlagen. Sondern eher mich umschauen. Hier gibt es doch wieder so viel zu entdecken, bestimmt. Hier ist doch irgendwo was versteckt. Nicht? Nicht? Anscheinend nicht, nein. Ah, Füchse! Was essen die denn nochmal? Sehr schön. Endlich wieder Tiere füttern. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Hier ist aber was vergraben. Ich sehe es doch. Ach, Ami. Und ein bisschen Essen gab es auch dazu. Und einen Schatz. Ach, schön. Hier ist wieder so Geröll. Ein Haus. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir da als erstes rein. Aber erst gucke ich dahinter. Mittlerweile kennt man das Spiel ja ein bisschen. Aber hier ist nichts. Na gut. Was ist das hier? Hallo? Oh, willkommen. Im Moment sind wir über jeden glücklich, der hierher kommt. Sogar über Hunde. Nur leider ist in letzter Zeit kein frischer Fisch mehr erhältlich. Wir haben kaum Gäste. Wir sind recht berühmt für die frischen Fischgerichte unseres Kochs Umineko. Ich hoffe, du wirst Gelegenheit bekommen, einen zu probieren. Oh, was ist denn los hier? Ich komme nicht durch. Doch. Hey! Oh, da sind drei Striche an der Wand. Okay. Grundgütiger, was soll ich nur tun? Sogar ich, der große Meisterkoch Umineko, kann nicht ohne Zutaten kochen. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Zyklonenkoch Umineko. Hör zu, Hündchen, leihst du mir dein pelziges kleines Ohr? In letzter Zeit gibt es keinen guten Fisch mehr und ich kann ohne Fisch nicht kochen. Ich fühle mich, als würde ich langsam... Ich hab genug! Es muss hier doch irgendwas geben, aus dem man eine leckere Mahlzeit machen kann. Hey, was guckst du so? Oh, nein, es würde zu viel Mühe machen, das ganze Fell abzumachen. Ey! Ich brauche ein paar Früchte des Meeres, um zu zeigen, was ich drauf habe. Und die müssen frisch sein. Es ist eine Beleidigung des Fisches und der See, wenn ein Gericht nicht klappt. Ich weiß nicht, was mit dem Wasserdrachen los ist, aber ich weiß, dass der Fisch, den ich brauche, nicht anbeißt. Ich habe schon den Fischer gefragt. Ich kann einfach nichts mehr weiter tun. Ich schätze, ich muss hier sitzen und auf gute Nachrichten hoffen. Der Arme. Aber das hier interessiert mich. Hier sind drei Striche drauf. Drei Striche. Das wird sich aber wohl erst zeigen, wenn wir dem netten Herrn einen guten Fisch besorgt haben.
Wow, es ist voll mit allen möglichen Fischen, die man sich nur vorstellen kann. Nicht reinbeißen, Völkner, das sieht wie wichtige Zutaten aus. Ah. Naja. Und ich schätze, der Typ da oben wäre vielleicht der Angler? Wie komme ich denn da hoch? Weil so hoch kann sie ja nicht springen. Nee. Wie komme ich da hoch? Hier ist es auch sehr hoch. Und hier ist... Ah, da ist eine Plattform. Okay. Ach, Ami. Und da leuchtet was. Ach, ich brauche dazu bestimmt diese Fähigkeit, um dann hier hochzukrauchen. Aber so eine Fähigkeit besitze ich nicht, wenn überhaupt. Oh, ich wollte euch nicht erschrecken. Entschuldigung, ich wollte euch füttern. Nee, Fisch wollte ich euch geben. Ihr süßen Katzen. Ihr süßen, putzigen Katzen. Okay, da hoch kommen wir also noch nicht, wie es scheint. Hier, bitteschön. Aber sonst ist hier nichts. Okay. Schade. Apropos, warte mal, warte mal. Das wollte ich aufwerten. Yeah! Und rüber da. Na, fast. Ami ist eine lahme Schwimmerin. Gut, erkunden wir weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Ich glaube, es gibt hier noch einiges zu entdecken. Und ich bin gespannt, wann wir endlich Wände hochlaufen können. Also so stelle ich mir das zumindest vor, dass diese Statuen dafür da sind. Weil die sind immer nur an so extrem hohen Wänden. Ah, ich hoffe, das kommt bald. Also, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.